Okay, komm. Lass uns weitergehen. Zuvor die Steine hier auf jeden Fall zerstören. Weil die sind jetzt ja neu dazugekommen in den Level. Deswegen, wahrscheinlich befindet sich da vielleicht noch mal eine Polizeimarke. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oder vielleicht sonst was Interessantes. Wir haben hier einen Stein. Okay. Alles klar. Ist das Abschnitt 2 vorbei? Oder wie weit geht das noch rein in die Höhle? Ah, anscheinend doch noch ein Stück. Kontrollpunkt. Woo. Ich nehme an, so wie die Kamera dahin gezoomt hat, dürfte das. Müsste Stinker sein. Ich vermute einfach. Ach nee, es bin. Lol. Der andere Dude. Die Kamera hat noch zu einem anderen Dude hingezoomt. Vielleicht ist das ja Mr. Stinker. Hier am Steg. Ach, Mann. Wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Okay. Ich habe jetzt wohl genug Steine für den Superbau. Ja, hatte ich auch davor schon. Aber ich muss ja auch hier irgendwie 22.000 zusammenbekommen, deswegen. Lass mal die Augen offen halten. Ich könnte zwar jetzt schon einfach weitergehen, aber was wäre ich denn für ein Spieler? Wir wollen ja schließlich gucken, ob wir vielleicht noch das ein oder andere finden. Zum Beispiel hier in diesen großen Haufen an Steinen. Nicht an anderen, nicht ein anderer Haufen, den ihr gerade vermutet hättet. Nee, nee. Wir sind hier nicht bei Lego Jurassic Park, / Jurassic World. Okay, zeig mal her. Was haben wir hier Schönes? Dum, 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 dum. Wo führt es mich hin? Ah, okay, ich verstehe schon. Und da hätten wir Dynamit. Dass ich natürlich nicht aufheben kann, wenn ich nicht das richtige Outfit anhab. Ich habe zwar eine Lizenz, es aufzuheben, aber nur mit dem Outfit. Alles klar. Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. Na gut. Wieder so ein Teil zum Schieben. Und wieder ein paar Ganoven, die es umzukicken gilt. Zack, verhaftet. Und verhaftet. Aber das kann ich natürlich als Bergarbeiter Leute verhaften. Das ist, glaube ich, ein 10.000er, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, es fehlen nur noch 2.000. Na, dann gucken wir mal, wo sich die 2.000 denn rumtreiben. Denn dann haben wir es auf legalen Weg gelöst, diese Aufgabe. Ja, auch cool. Stimmt einer hier oben? Bei diesem Parcours muss man ja auch schließlich was schaffen. Oder muss ich die 2000 jetzt zusammenbekommen, indem ich hier Sachen zerstöre? Das können die von einem nicht fordern, weil vor allen Dingen irgendwann löst sich das ja auf. Und wenn du nicht schnell genug alles einsammelst, ja, verkackt. Ja, wäre nicht so klug von den Entwicklern. Die hätte ich zerstören sollen. Dass der Vorarbeiter nicht mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Ups. Gibt's noch welche davon? Anscheinend nicht. Tja, dann weiß ich's beim nächsten Mal. Wenn wir ein Replay machen von der Stage, müssen wir ja so oder so. Für die 100%. Wir kriegen ja so oder so nicht alles zusammen. Im Free-to-Play-Modus. Sehr, sehr schade. Och, Mann! Ja, so viel dazu. Hätte ich mich mehr umgucken sollen. Da hätte ich mich mehr umgucken sollen. Okay, da haben wir die Fackel, die ich gleich da drüben benötige. Wie groß das auch hier ist, ne? Das sah nach so einem kleinen Bereich aus und jetzt geht das so in die Höhe. Lunte anzünden und Abstand halten. Ah, da oben ist noch ein gelber. Vielleicht sind die sogar alle hier in dem Bereich. Mal gucken. Na dann. Ich sehe auf jeden Fall etwas für mein Räuberkostüm. Ich kann ihn nebenbei erwähnt auch mit L und R durchswitchen, habe ich gelesen in den Ladesequenzen. Ein Vögelchen. Okay. Vielleicht sollte ich das mal öfter machen mit L und R. Würde auf jeden Fall schneller gehen.
2. Heps. Heps. Oh, da oben haben wir noch ein Vögelchen. Und sogar noch ein gelber. Vielleicht sind die wirklich alle in dem Bereich. Jetzt wird's spannend. Also ich glaube nicht, dass wir die volle Polizeimarke auch noch in den Level zusammenbekommen. Na, wer weiß. Da drüben war ich, glaube ich, auch noch nicht, ne? Na gut, ich wechsle mal mit LR. Ich muss mich daran gewöhnen. Wie gesagt, es geht viel schneller und viel einfacher. Gott, wird der Part wieder lang. Wie gesagt, ich könnte schon weiter. Das wäre nicht das Problem. Nein! Ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiße des Angesichts. Da wollte ich zu schnell. Da wollte ich zu schnell. Hep. Zack. Zack. Hep. Vielleicht teile ich den Part auch in zwei. Wir müssen mal gucken, wie lange letzten Endes wird. Wenn er 50 Minuten wird, dann werde ich ihn wahrscheinlich in zwei teilen oder kurz vor 50 Minuten. Dann habt ihr halt jetzt keine Begrüßung vielleicht gehört, wer weiß. Ist glaube ich auch nicht so wild. Komm jetzt! An die Leiter! Meine Güte, ey. Okay. Oh nice, noch ein 10.000er. Darf ich doch wohl abends mal die Füße hochlegen? Das freut mich. Und da haben wir sogar noch was. Alter, wie groß? Der Boss hat gesagt, dass wir schon 6 Tage keinen Unfall mehr hatten. Vielleicht brechen wir diesmal sogar den Rekord. What the fuck? Okay. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Kann das sein? Aber dann fehlen mir ja noch Vögelchen. Okay, weil es da drüben auch noch was gibt. Ja, ich glaube, dieser Part wurde in zwei geteilt für euch. Ich muss mir das ja jetzt noch überlegen, während ich spiele. Ja. Beziehungsweise halt dann, wenn der Part fertig ist, ob es sich lohnt oder nicht. Wir hatten ja einen 36-Minuten-Part auch mal. Bei dem hat es sich meiner Meinung nach nicht gelohnt, den zu teilen, weil wir halt in den 36 Minuten kaum was erreicht haben. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ich das jetzt noch in zwei teile, dann haben wir zwei Parts, in denen wir kaum was erreicht haben. Und yeah. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Wo habe ich denn das erste Mal diese Goldsteine entdeckt? Frage ich mich gerade. An den Wänden. Also ich bin definitiv der Meinung, hier gibt's noch was. Dachte erst, da wäre giftiges Gas ausgetreten. Aber dann war's nur Stinker Fletcher. Alter, dieser Kommentar. Dachte zuerst, da wäre giftiges Gas ausgetreten. Dann war's nur Stinker Fletcher. Na prima. Und da bin ich tot. Wir sollten hier unten eine Baseball-Liga gründen. Aber... Vielleicht ist hier ja was. Unter den Stein hätte ich was versteckt. Naja, der Ultra versteckt unter jedem Stein was. Da unten ist eine Charaktermarke. Die kann ich, glaube ich, sogar bekommen, wenn ich einfach... Runterspringen geht nicht. Okay. Ist gebongt. Ich muss irgendwie da rein. Oder da hoch. Bloß wie? Das Dynamit ist auch in die Luft geflogen, beziehungsweise hier war ja kein Dynamit. Wie sollen wir denn auf die andere Seite der Höhle kommen? Ja gut, dann baue ich einfach mal die Bergbahn, weil Steine haben wir definitiv genug gesammelt jetzt. Die Dinger sind nicht sicher. Okay. Dann gucke ich mal, wo das mich hinführt. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Ein Regenbogen in der Höhle. Pass mal auf! Oh! Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Wie in so einem guten Film, ey. Das sollte ihn aufhalten. Beine dran. Arme dran. Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück.
Wie in so einem guten Film geht einfach die Bahn kaputt. Da drüben sehe ich noch einen Goldstein. Das freut mich. Mehr Goldsteine braucht das Land an den Wänden. Das dürfte Nummer 4 sein. Kann ich das Wasser betreten? Ich nehme an, nein, weil das ist ein Giftsymbol. Ich werde es trotzdem ausprobieren. Ihr wisst, ich bin sehr ausfinderfreundlich. Oh, ein Vögelchen. Praktisch. Nein, kann ich nicht. Okay. Ein Versuch war es wert. Einen Versuch war es wert. Kostet ja auch nichts, der Versuch, ne? Also, voll in Ordnung. Nein, das wollte ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, wir kriegen vielleicht noch die Steine und die Vögel zusammen. Sah jetzt nicht so aus, als wäre im ersten Bereich was gewesen. Kann nochmal ein Stein kommen? Dankeschön. Damit ich mich jetzt hier komplett auf das Hochklettern konzentrieren kann. Komm her. Du bist verhaftet. Und du bist verhaftet. Zurück in den Knast mit euch. Sehr schön. Na dann. Okay, da könnte ich mich hochziehen. Ich habe halt jetzt nur gerade wieder ein bisschen Angst, dass ich jetzt das Ende der Stage finde. Weil hier weiß ich gerade tatsächlich nicht, was das Ende genau ist. Und es wäre ein bisschen blöd, wenn ich das Ende jetzt aus Versehen aktiviere. Weil wir stehen kurz davor, die Vögelchen zu befreien. Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Weil desto mehr wir 100% abschließen, desto besser. Desto weniger müssen wir nachher machen. Na gut, vielleicht ist da oben ja was. Ich werde nachgucken, mir bleibt ja eh nichts anderes übrig. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Alles klar, ich werde aufpassen, Chase, beim nächsten Mal. Sehr schön. Dann habe ich es ja eh richtig rausgefunden, das mit den gelben Steinen. Das freut mich. Ich glaube, ich habe alles im richtigen Moment rausgefunden in dieser Stage. Abgesehen davon, dass ich sie viel früher hätte betreten müssen, damit sich das in einem Part ausgegangen wäre. Aber ihr kennt mich. Das passiert halt. Meine Güte, was wollt ihr Lappen? Ihr könnt nichts. Da prügel ich euch doch lieber runter, anstatt euch zu verhaften. Wisst ihr, wenn euer Leben vorbei ist, macht ihr wenigstens keine Scherereien mehr im Gefängnis, auch weniger Arbeit. Ist gleich viel besser für alle Beteiligten. Das war brutal, Ultra. Vielleicht hättest du das nicht so sagen sollen. Yay! Ein Dynamitautomat. Den ich einmal für diese Toilette hier wieder missbrauchen kann. Da unten haben wir auch irgendwas drunter, aber da brauche ich wieder eine andere Fähigkeit, denn auch das können wir mit der Spitzhacke nicht zerstören, dieses Gestein, leider. Ein Vögelchen, das letzte Vögelchen, flieg in die Freiheit, mein Kleiner, finde aus der Höhle raus, viel Spaß. Bei mir am Bahnhof sind auch immer mega viele Tauben drinnen, das ist ja auch so eine Unterführung, könnte man eher sagen. Da sind mega viele Tauben, vor allen Dingen jetzt im Winter auch noch und so. Ich frage mich, wie die da reinkommen und vor allen Dingen, wie die da wieder rauskommen, aber anscheinend finden die ja wieder raus von selbst. Ich finde das immer mega witzig, ich gucke ja auch immer dann gerne so ein bisschen zu, wie die da unten rumrennen. Das ist schon cool. Okay. Na dann. Machen wir weiter. Sprengen wir das Häuschen wieder. Ich hoffe, da ist diesmal keiner drin. So viel kacken muss man doch nicht mal. Alles klar. Sehr schön. Alter, wie viel Geld es hier gibt. Ich glaube, hier hätte ich sogar ohne den roten Stein diesen Ding zusammenbekommen. Diese Punktezahl da oben, die hätte ich locker gefüllt, selbst ohne den roten Stein. Das kannst du mir nicht sagen, dass ich das nicht geschafft hätte. Ah, da brauche ich eine andere Fähigkeit. Und lass mich raten, da drüben ist der letzte gelbe Stein. Ich hasse dich, Spiel. Hundertprozentig ist der dort. Okay. Mann, ey. Jetzt fehlt mir ein gelber Stein und der ist da drüben. Kann's nicht glauben.
So ein gelber Edelstein. Ein Amethyst. Ich glaube, Amethysten sind gelb. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Aufnahmegerät. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh! Hey! Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich hab nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia, du bist meinetwegen hier? Nein, er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Unser erstes Treffen mit Rex Fury. Und das ging ja gut los. Mann, mich nervt das gerade, dass ich den letzten Edelstein da nicht gefunden habe, den wir zerstören mussten. Wir waren zwar relativ gut dabei, also wir haben schon eine ganze Menge mitgenommen. Wir haben auch endlich mal die 100% geschafft. Aber diese eine Sache, die jetzt fehlt, die ist... Mann! Das ist wieder nervig. Dann werde ich wohl beim nächsten Mal mich wieder umgucken müssen. Nach den gelben Edelsteinen an den Wänden. Wenn wir die Stage wiederholen im freien Modus. Kapitel 4. Wenn es hart auf hart kommt. Oh ja, jetzt lernen wir uns mal richtig zu verteidigen. Hey Chase, was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh, und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren, damit ihm das nicht noch einmal gelingt. Okay, ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Alles klar. Aber ich glaube, bis zum Dojo warten wir noch ein bisschen. Weil ich glaube, jetzt kann ich vor allen Dingen in unserem Hauptgebiet bei der Polizeistation eine ganze Menge tun. Sofern ich da jetzt überhaupt zurückkomme, wir müssen mal gucken. Ich will auf jeden Fall jetzt noch nicht direkt zum Dojo rennen. Wir lassen uns da ein bisschen Zeit. Jetzt machen wir wieder so ein bisschen, ja, 100% collecten und so. Ein bisschen was. Ne? Ich habe ja gesagt, ich versuche immer so ein bisschen durchzumischen. Das war 100% und Story so ein bisschen abwechselnd machen. Vor allen Dingen, weil die Story in dem Spiel halt wirklich nicht lang ist. Die kann man in... Ja, gefühlt 20 Parts durchrushen, deswegen, ja, machen wir ein bisschen längsamer, dann ist alles in Ordnung. Vor allen Dingen, weil wir machen ja eh 100% und wenn die Story dann schon abgeschlossen ist, ne, dann haben wir 80 Parts, 100% oder so und wer guckt sich das denn bitte noch an? Kein Mensch, deswegen, ja, ein bisschen durchmischen anfangs. Schadet definitiv nicht. Und ja, wir können was mit der Rex Fury Statue machen. Und was wird mir hier angezeigt? Das ist das örtliche Dojo, wo ich hin muss? Anscheinend. Das ist sogar gleich ums Eck. Cool. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich werde wahrscheinlich den Part jetzt in zwei geteilt haben. Vor allen Dingen, weil ich ja gerade noch ein bisschen um 100% collecten bin. Das streckt den Part ja auch noch ein bisschen. Ja, ja, ich denke, ich werde das so ein bisschen in zwei teilen. Den Part. Das passt. Tut mir leid, dass ich euch beim ersten Part nicht verabschiedet und beim zweiten nicht begrüßt habe, aber seht es einfach so, dass ich es eben in einem Zug aufgenommen habe und ja,
Ich glaube, es macht auch keinen, wenn es einfach direkt losgeht ins Getümmel. Das macht, glaube ich, sowieso niemanden etwas. Denn ohne dieses nervige Vogelplänkel geht das ja auch viel schneller von der Hand. Bam! Silberstatue zerstört. Eine von 17. Das gibt einen goldenen Stein. Und wo eine zweite ist, wissen wir ja auch bereits. Und zwar auf der Brücke, die wir ja schon mal erkunden wollten. Ja, irgendwie sind wir da nicht hochgekommen. Jetzt dürften wir, glaube ich, sogar hochkommen. Und wir dürften auch das Rätsel lösen können. Davon. Noisy. Okay, haben wir hier was Interessantes drin? Ich glaube, die Steine sind meistens sowieso... Oh, da war wirklich was drin. Ich glaube tatsächlich, die meisten Steine sind aber nur Deko. Das war gerade mehr Glück als Verstand. Da ist auch noch was. Krass. Wie viele Steine hier rumliegen. Diese Superbauten. Apropos Superbauten. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir mal wieder welche finden. Weil das gibt mir ja immerhin einen goldenen Stein. Da ist ein... Wett zum Teufel. Da brauche ich aber ein Auto. Haben wir hier keine befahrene Straße in der Nähe? Na, egal. War schon. Nehme ich auch so. Chase McCain ist immer noch das beste Auto aller Zeiten. Ne? Der gute Chase. Was schnapp ich mir denn? Eigentlich hätte ich gerne den gelben gehabt. Der gelbe war geil. Ich kann mir ja hier die Autos von den anderen Leuten schnappen. Ich habe es rausgefunden, wie es geht. Gleich noch einer von den Superbausteinen. Da kann ich einbrechen. Nicht mit der Fähigkeit, sondern mit der hier. Der Polizist bricht auch ein, aber der hat dann einen Besuchungsbefehl. Durchsuchungsbefehl. Leider. Können wir mit denen nicht einfach so Türen einreißen. Schon ein bisschen seltsam. Diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten von Chase McCain, der hat irgendeine Persönlichkeitsstörung. Muss man schon sagen. Weil du kannst mir nicht sagen, dass Chase McCain einfach... Als der und der Typ darf es und als der und der Typ darf es nicht und das sagt ihn sein Bewusstsein. Natürlich. Ich bleib dabei. Der hat irgendeine Störung. Okay, mit dem Stein komme ich da hoch. Sehr schön. Ist das ein Parcours? Nein, aber es ist auch vollkommen unnötig, da hochzurennen. Habe ich schon von der Ferne gesehen. Weil hier können wir sowieso nichts machen. Abgesehen davon, dass wir eine ganze Menge Superbausteine wieder mal rankommen können. Zu denen ich nicht Nein sag. Gib her. Sehr schön. Alter, unser Superbauteil-Dings füllt sich wirklich schnell. So, hier habe ich schon so eine Rufstation gebaut. Okay. Da drüben sehe ich noch ein paar Steine, die ich mir angucken möchte. Da ist auch noch ein... Ey, was zum Teufel? Die sind doch hier an jedem Eck, diese Superbausteine. Klar, es sind jetzt nur die kleinen, aber... Auch Kleinvieh macht Mist. Die sind überall. Ich brauche nur einmal so ein Teil zerstören und ich kriege wieder ein Tausender oben drauf. What the fuck? Guckt da drüben. Da ist ein kleiner Haufen. Guckt ihn euch an. Und? Muss ich noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich möchte mal ganz kurz auf die Karte gucken. Das ist nicht die Karte. Aber das kann ich auch gerne mal gucken. Mal gucken, ob ich noch irgendwas erblicke. Aber nein. Ah, hier brauche ich einen Superbau. Okay. Dann verständlich, dass hier so viel rumliegt. Die Brücke führt uns in einen noch größeren Abschnitt von Lego City, als wir ihn eigentlich so schon kennen. Na prima. Gut, dann baue ich jetzt hier noch die Brücke. Rüber zum Kung-Fu-Dojo. Bedanke mich fürs Zusehen. Das war Lego City Undercover für heute und fürs letzte Mal, das ja schon vorbei ist. Und... Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra. Und hier ist noch eine ganze Menge Geld, die ich natürlich nicht liegen lassen möchte. So wie... Mr. Karatekämpfer.